Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem Man of the World of Tanks Video. Und heute spiele ich mit dem Panzerkampfwagen 2 Ausführung D. So, und heute das übrigens kommentiere ich nach, weil die Aufnahme an sich ja nur die World of Tanks Audio hatte und nicht meine Mikrofon Audio. Deshalb sollte manches euch ein bisschen spanisch auf einmal vorkommen. Ich werde generell einfach mal etwas erzählen. Ja, da sind wir auf jeden Fall in-game. Das Match an sich lief wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, wir haben an sich nicht so viel gemacht, aber darum geht es ja auch gar nicht bei WoT. Sondern bei WoT geht es eher darum, taktisch zu stehen und mit dem Team zusammen vorzurücken. Und ich finde persönlich, dass ich das gut gemacht habe und das Team an sich auch. Wir waren da halt sehr, sehr lange auch in die Ecke getrieben und wussten auch nicht genau, wie wir interagieren sollen. Also das habe ich halt auch gemerkt. Von uns sind auch relativ viele gestorben an dem Punkt, wo ich dann später auch festsaß. Also ich war bei einem Haus und wusste auch nicht, wie ich da wegkomme. Das sehen wir aber gleich. Ich habe mich halt erstmal in den Busch gestellt und leider raff ich jetzt gleich erst, dass ich die falsche Munition mitgenommen habe. Beziehungsweise ich habe ja das generelle, das falsche Kaliber Munition dabei. Also ich habe keine Einzelschuss, sondern Schnellschuss. Da habe ich das gemerkt. Und da habe ich mir gedacht, ja, ne, das ist jetzt natürlich ziemlicher Scheiß. Da muss ich dann jetzt auch mal vorfahren und gucken, was da hinten denn so abgeht. Und bin halt natürlich geradewegs auf die Häuser zugefahren, wo ich jetzt, ja, gleich bin. Ne? Weil ich mir davon viel erhofft habe. Was ja auch an sich nicht schlecht ist. Man soll ja immer optimistisch sein. Aber, naja, ne? Bin halt jetzt darauf zugefahren. Und das kam dann jedoch alles anders, als ich mir das irgendwie gedacht habe. Da stand einer und womit ich nicht gerechnet war der, wo ich ja dann auch nicht so gut durch die Panzerung durchkam. Und da kam dann noch einer und ab einem bestimmten Punkt habe ich dann entschieden, ich sollte eventuell mal die Position ändern. Und habe mich dann natürlich hinter dem Haus verkrochen im Busch. Weil wenn du da länger stehst, dann wirst du zwar noch auf der Karte angezeigt, dass du da warst, aber nicht mehr als Spieler an sich. Und da ging es mir erstmal drum, so ein bisschen von der Karte zu verschwinden. Weil wenn du durchgängig auf der Karte bist und dich irgendwo verstecken willst und so, das kannst du vergessen. Ja. Und um mich rum sind relativ viele Leute gestorben. Wir wurden halt richtig gut zurückgetrieben. Weil man muss sich das wohl vorstellen. Wir sind gepusht. Wir haben sehr krass kassiert. Und zudem wurden wir immer mehr eingeengt. Ne? Unser Glück dann am Ende war, dass, also man sieht das jetzt auch, wo ich hier alleine stehe, weil der eine auch kaputt gegangen ist. Man sieht das gleich, dass wir gleich Verstärkung bekommen. Und dann zusammen vorpushen. Ich habe jetzt bestätigt und bin jetzt dann natürlich zurückgefahren. Und also zu dem da hinten. Und habe mich hier natürlich wieder positioniert, weil da hinten kamen auch schon die anderen. Wenn man auf die Karte guckt, dann sieht man das, dass da welche gekommen sind. Und mit denen zusammen wird dann gleich nämlich auch vorgepusht und nimmt dann auch letztendlich ein sehr, sehr gutes Ende. Ich hoffe, genau, ich möchte mal eine Sache einwerfen, wenn das hier manchmal, also ich kann nur aus der ich gucke das mir ja selber an und kommentiere das nach, Perspektive reden. Ich hoffe, dass sowas auch mal gut ist. Normalerweise ist das ja jetzt ja nicht die Regel, aber sowas ist vielleicht auch mal ganz cool, weil ich dann nochmal selber auf die Situation extra eingehen kann. Nur ich weiß halt nicht, wie sowas rüberkommt, ne? Ursprünglich wollte ich ja jetzt auch nicht nachkommentieren, aber hab's dann jetzt letztendlich doch gemacht, weil ich wollte die Aufnahme nicht wegschmeißen, weil das halt direkt eine gute Runde war. Ne?
Also muss ich sagen, ich habe zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber darüber habe ich auch in der Folge eigentlich gesprochen gehabt, dass es darum ja auch nicht in WoT geht. In WoT geht es halt eher um das Taktische. Dass du halt dich gut positionierst und mit deinem Team zusammen taktisch vorgehst und das andere Team platt machst. Und das haben wir jetzt ja gerade auch gemacht. Ich habe gewartet, bis die Verstärkung eintrifft. Und wir sind jetzt vorgefahren. Und letzten Endes haben wir das Match nämlich auch gewonnen. Was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Ich weiß, Rang 2 hier und da. Aber das war auf jeden Fall für mich sehr, sehr gut, um wieder reinzukommen. Und ich denke, davon wird es noch ein Video geben. Ich weiß nicht genau, wann ich das aufnehme. Da werde ich nochmal auf Rang 2 spielen. Vielleicht auch nochmal mit den Deutschen. Muss man mal gucken. Und ja, da geht das Match dann auch zu Ende. Ich hoffe, dass euch dieses nachkommentierte Gameplay gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich doch über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Und dann habt noch einen schönen Tag. Ciao.